Ja, liebe Podcasteinerinnen und Podcasteiner, ein bisschen von der Grippe gezeichnet, mein Herz auch an der Stimme. Ist wieder so, dass wir jetzt dann nur mehr zwei Tage am Graukogel oben sind und dann leider die Wintersaison 2024 schon wieder beenden müssen. Ein paar Angel Schnee, ja, hilft eh nichts, die warmen Temperaturen. Aber ein Ende ist gleichzeitig ein Anfang, nämlich am 24. haben wir auch die Bürgermeisterstichwahl. Und somit kann ich mir den Thema noch mal ein bisschen widmen. Ja, die Wahl selbst war ja sehr erfolgreich für die Bürgerliste. Mir ist aufgefallen, es sind weit über 1000 Menschen von 3000 Wahlberechtigten nicht zur Wahl gegangen. Und das irritiert mich ein bisschen, weil ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo wir ein ganz hohes Gut haben, nämlich ein Wahlrecht zu haben in einer Demokratie, wo wir unsere Stimme abgeben dürfen, wer uns vertreten sollte in einer Gemeinde oder im Land oder im Bund. Ja, dieses Wahlrecht ist ein ganz, ganz wertvolles Recht, das viele Länder leider nicht haben. Ja, in nicht allzu weiter Entfernung haben wir das gerade wieder mal mitgekriegt, wie schnell man da Präsident wird. Ich glaube, dieses Wahlrecht sollten wir wirklich ernst nehmen und auch wirklich ausnützen. Und darum bitte ich euch ganz besonders, dass ihr jetzt am 24. zur Wahl geht. Jeder hat seine Gründe, warum er nicht hingegangen ist. Es kann auch Urlaub gewesen sein, es kann auch Krankheit gewesen sein, es kann Politikverdrossenheit sein, es kann einfach auch sein, weil man einfach jetzt so viele Jahre gesagt hat, das ändert sowieso nichts, es gibt keine Alternative und so weiter. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir im Podcast ein das echt in Anspruch nehmen, dass wir mitbestimmen können, auch sagen können, wer der nächste Bürgermeister sein soll. Ob das ein Beamtentyp sein soll, ob das ein offener Typ sein soll, der an die Menschen zugeht, der die Menschen mit einnimmt, der mit allen vier Fraktionen, die jetzt letztlich dann in der Gemeinde sind, zusammenarbeiten wird, zum Wohl der Bürger, nicht von oben herab, sondern miteinander von unten heraus. Ja, das war so mein Ansinnen, dass ich euch bitte, das Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Es dauert nicht lang, es kostet nichts. Ja, ich glaube, es ist einfach schön, wenn wir zum Ausdruck bringen, es interessiert uns, was geschieht in der Gemeinde Podcastein in den nächsten 5 Jahren. Und es ist mir noch was aufgefallen. Die Jungwähler sind auch sehr gefordert. Gerade die jungen Menschen, die stehen ja jetzt in den Übergang ein, aus der Gemeinde, was sie brauchen. Ich sage jetzt einmal, die, was jetzt das erste Mal wollen gehen, ja, für die ist recht stolz, dass sie da mal mitbestimmen dürfen. Aber dann kommen wir auf das Alter 20, 22, 24, 25 hin. Und das ist ja so ein wertvolles Alter, wo Familien gegründet wird. Ich selber bin mit 22 Jahren Vater geworden und weiß, was es heißt, wenn du dann Wohnungssuchen anfangen musst und so weiter. Also ein ganz ein wichtiges Alter, die Jungwähler und die junggebliebenen Wähler, dass sie da hingehen und auch zum Ausdruck bringen, hey, wir interessieren uns für die Gemeinde, wir brauchen einmal was von der Gemeinde, aber wir geben der Gemeinde jetzt was, nämlich unsere Stimme, damit wir gefragt sind, damit wir gehört werden. Und um die Stimmen, liebe Leute, darf ich euch bitten, jetzt am Sonntag, am 24. darf ich euch bitten, dass das Kreuzerl beim Franz Weiß macht. Ich möchte der Bürgermeister für euch sein, der ins Volk reinhört, der die Jungen und die Alten zusammen einnimmt, der vielleicht die frustrierten Wähler wiederum ermuntert, doch ein bisschen selber wieder dabei zu sein und einen Beitrag zu leisten, alleine durch die Wahl der Gemeinde wieder eine Stärke zu geben. Ja, ich brauche keine Zurufe von außen. Ich bin der Weiß Franz, wie ich bin, und ich bin gern der Weiß Franz für euch in den nächsten 5 Jahren als Bürgermeister. Macht das Kreuzerl bei mir, wird mich wahnsinnig freuen, und dann haben wir mit allen 4 Fraktionen eine sicher gute, schöne Zeit für die Zukunft von Podcastein, für die Zukunft von euch. Das freut mich, und wir sehen uns am Sonntag bei der Wahl. Danke vielmals.